Und zwar ist dort jemand mit einem Messer auf einen LKW-Fahrer zugegangen, hat ihn mehrmals mit diesem Messer in den Körper gestochen. Ist der Täter mit dem Messer noch irgendwie in die Tankstelle oder die Raststätte gerannt und hat laut Allahu Akbar gerufen. Willkommen beim Deutschland-Kurier. Es gab wieder einmal einen Terroranschlag und zwar in Brandenburg am letzten Freitag. Heute ist aber schon Mittwoch. Lena Kotré von der AfD Brandenburg, warum erzählst du mir erst jetzt davon? Ja, weil ich auch erst jetzt davon erfahren habe. Das war vor 1, 2 Stunden. Da war das auf einmal auf der Bildseite aufgetaucht und da stand dann auf einmal Terroranschlag in Brandenburg. Ich habe den Artikel gelesen und dachte, na nu, was ist denn da passiert? Muss ja relativ aktuell sein und habe dann eben auch gesehen, dass es Freitagabend schon passiert, ja. Das ist Wahnsinn, dass wir nicht informiert wurden. Das ist ja dein Bundesland. Wo war das genau und was ist da genau passiert? Das war auf einem Rastplatz an der Grenze zu Berlin, oben zu Berlin-Reinickendorf. Und zwar ist dort jemand mit einem Messer auf einen LKW-Fahrer zugegangen, hat ihn mehrmals mit diesem Messer in den Körper gestochen. Der war dann auch schwer verletzt, dieser Mann. Und dann ist der Täter mit dem Messer noch irgendwie in die Tankstelle oder die Raststätte gerannt und hat laut Allahu Akbar gerufen. Und wollte so viel Menschen wie möglich verletzen, habe ich in einem Bild gelesen. Ich schätze mal, er wollte auch Menschen töten, ganz klar. Ja, klar. Ja. Ist das normal, dass man von solchen schweren Straftaten, du bist ja auch Juristin, erst 1, 2, 3, 4, 5 Tage später erfährt? Nein, überhaupt nicht. Also von Terrorangriffen sowieso müssen wir sofort erfahren, auch als Landespolitiker. Ich bin ja auch Mitglied im Innenausschuss des Landtages und da hätte das sofort Thema sein müssen. Da hätte es eine Pressemitteilung geben müssen, auch vom Innenminister. Gab es alles nicht. Das ist eine Gefahrenlage auch, die ich weiß nicht, was das Innenministerium damit bezweckt, dass es das jetzt zurückhält. Ich schätze mal, das ist jetzt Wahlkampftaktik. Man hat Angst, dass man uns damit in die Karten spielt, aber es ist dennoch unmöglich. Also es kann einfach nicht sein, dass solche Informationen hinter dem Berg gehalten werden. Also du glaubst, es könnte eine versuchte Vertuschung gewesen sein. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wir haben ja jetzt gesehen, wie die Wahlen in Sachsen und Thüringen ausgegangen sind. Und man hat jetzt natürlich wahnsinnige Angst vor dem 22. September und den AfD-Ergebnissen hier im Land Brandenburg. Und sowas hätte natürlich nochmal die komplett missratene Politik der Altparteien ans Licht geführt. Und das hätte man nicht gewollt, ganz klar. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es da den Befehl gab, das zurückzuhalten. Naja, was heißt hätte? Nun ist es ja rausgekommen, da muss man ja, wenn von einer gescheiterten Vertuschung sprechen, wenn es denn eine Vertuschung war, wieso glaubst du, ist es nun doch noch vor der Wahl, so kurz vor der Wahl rausgekommen? Das macht es ja nur noch schlimmer für den politischen Gegner. Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, ab und zu gibt es ja bei den Mainstream-Journalisten auch noch welche, die irgendwo noch ein Gewissen haben. Vielleicht hat da jemand gesagt, okay, das können wir jetzt nicht unter der Decke halten. Das ist Wahnsinn, was hier in diesem Land abgeht und haben das deshalb ans Licht gebracht. Dass es aber von Polizei, Staatsanwaltschaft oder gar dem Innenministerium an sich freigegeben wurde, das glaube ich nicht. Es kann ja aber auch so gewesen sein, wir wissen ja, dass viele gerade von den einfachen Polizisten auch AfD-Anhänger sind, dass es ein Polizist durchgestochen hat an die Medien. Das kann gut sein, ja, das ist möglich. Was ist mit dem Täter passiert? Der Täter wurde festgenommen und dann hieß es in der Pressemitteilung, es handele sich um einen Deutschen. Das ist ja auch noch mal, genau, das ist ja auch noch mal hier irgendwie ein Hinweis darauf, dass was vertuscht werden sollte, weil es war eben nicht nur ein Deutscher, es war ein Deutscher mit syrischem Migrationshintergrund. Und es war sicherlich auch ein Deutscher mit syrischem Migrationshintergrund, der erst vor kurzem eingebürgert wurde. Wir haben ja im Moment massenhafte Einbürgerungen von Syrern. Da wird er, das denke ich mal, ich habe keine Glaskugel, aber das ist schon relativ sicher, auch dazu gehört haben, zu dieser Personengruppe. Ja, und jetzt haben wir den Salat.
Ja, vor allen Dingen, selbst wenn es ein Bio-Deutscher gewesen wäre, wenn er im Namen des Islam getötet hätte, hätte sich für mich daran auch nichts geändert, an dieser Gefahrenlage oder, ne? Nein, daran hätte sich nichts geändert, weil der Islamismus eben an sich schon eine Gefahr ist. Das muss man auch so klar sagen. Aber es ist halt nochmal bezeichnend, dass wir es wieder mit einem Täter mit ausländischen Wurzeln zu tun haben. Und dass das immer und immer wieder unter der Decke gehalten wird, dass es verschwiegen wird, dass versucht wird, es zu vertuschen. Es ist immer bei einer bestimmten Täterklientel der Fall, dass die Öffentlichkeit es nicht erfahren soll. Ja, lass uns mal zu den Opfern kommen. Gab es nur in Anführungsstrichen dieses eine Opfer, diesen LKW-Fahrer, diesen polnischen? Naja, es gab sicherlich auch Opfer, die einfach psychisch da Schaden davongetragen haben. Also ich mag mir das gar nicht vorstellen. Ich bin da in der Tankstelle, möchte vielleicht gerade meine Tankfüllung bezahlen und dann kommt da so ein Irrer mit dem Messer laut brüllend rein und jeder weiß sofort nach den Terroranschlägen, die es gab in der letzten Zeit, was so eine Person im Schilde führt. Da wird einem ja Angst und Bange, da hast du Leben, da hast du Todesangst. Und ich glaube, das macht auch was mit den Menschen, nicht nur körperliche Verletzungen. Ja, ihr habt doch sicherlich schon versucht herauszufinden als Partei, warum die Öffentlichkeit so spät informiert wurde. Gab es da schon irgendwelche Rückmeldungen? Nein, es gab noch keine Rückmeldungen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir als Innenausschussmitglieder im Landtag hier vielleicht sogar eine Sondersitzung anberaumen müssen. Da kann man drüber nachdenken. Ist jetzt relativ kurzfristig vor den Wahlen. Aber es kann halt einfach nicht sein. Also zumindest muss irgendwas passieren und zumindest muss das Innenministerium Stellung beziehen. Ja. Lena, wie sieht es denn überhaupt aus? Die Wahlen sind jetzt am nächsten Sonntag, richtig? Ja, am übernächsten, also am 22. Übernächsten Sonntag, genau. Wie sind die Chancen der AfD? Naja, wir stehen im Moment bei 27-30%, je nach Umfrage. Also wir haben durchaus sehr gute Chancen, stärkste Kraft zu werden. Ich bin mir auch sicher, dass wir das werden. Wir haben auch gute Chancen, sehr, sehr viele Direktmandate zu gewinnen. Und da sitzt die Angst bei den Altparteien natürlich umso tiefer. Wie viel Prozente hat die CDU in den Umfragen? Oh, das weiß ich jetzt nicht so genau. Die sind aber an dritter Stelle, so bei 19% rum. Aber wer ist denn an zweiter Stelle? Die SPD. Ah, okay. Mit wie viel? Weißt du das ungefähr? Ne, die haben so 25%. Ach so. Ja, das sieht ja gut aus dann für die AfD. Wie wird es für dich persönlich laufen oder weitergehen dann nach der Wahl? Ja, also ich hoffe natürlich, dass ich gewählt werde, aber die Chancen stehen ja wie für die meisten von uns relativ gut. Und ich werde mich auch in der Zukunft im Innenausschuss einbringen. Ich werde wieder innenpolitische Sprecherin werden wollen, weil das ist einfach das Metier, wo ich mich auch gut auskenne und wo Expertise auch gefragt ist. Und dann werden wir immer weiter solche Schandtaten aufdecken. Wir werden immer weiter auch aufdecken, wenn die Ministerien Dinge verschweigen wollen. Und wir werden immer weiter auch den Finger in die Wunde legen. Du bist ja in letzter Zeit in unserer Blase auf X positiv aufgefallen, weil du ein paar knackige Forderungen gestellt hast, so in Sachen Abschiebung. Kannst du das nochmal zusammenfassen? Ja, also ich glaube, der größte Aufreger für die Woken war, dass ich gefordert habe, dass wir eine Abschiebeindustrie errichten. Also wir müssen darüber nachdenken, Abschiebungen zu privatisieren, also private Unternehmen ins Boot zu holen, weil der Staat kann es einfach nicht, das haben wir gesehen. Wir haben so viele vollziehbar ausreisepflichtige Personen im Land und sie werden einfach nicht abgeschoben. Und wenn der Staat das nicht kann, dann müssen wir sagen, dann müssen es private übernehmen. Dann haben wir die Idee, dass wir Ausschreibungen machen, dass sich jeder mit einem Abschiebeunternehmen bewerben kann bei uns. Und wer da uns zusagt, der kriegt den Zuschlag und darf loslegen. Finde ich einen sehr guten Vorschlag. Da können wir auch gerne nochmal ein extra Video drüber machen. Finde ich auch deshalb gut, weil ich als Minimalstaatler finde sowieso, dass, also mir, oder anders gesagt, mir fällt im Grunde nicht viel ein, was der Staat besser kann als private Unternehmen.
Nee, da fällt mir auch nichts ein. Und dann wurde mir auch teilweise vorgehalten von Leuten, die vielleicht juristisch eher ins Laiengebiet gehören, naja, man kann doch nicht hoheitliche Aufgaben übertragen auf Private. Doch, das kann man. Es gibt ja auch die sogenannten Beliehenen, die im Auftrag des Staates eben Dinge durchführen. Und das ist durchaus möglich. Also rechtlich gesehen haben wir da überhaupt keine Hürden. Es bleibt spannend. Lena, ich danke dir fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. So, ich mache die Aufnahme.